Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, Leute. Wir sind im Livestream. Ja, und wir haben eine Menge zu tun. Es steht eine Menge an. Rudi! Jo, moin! Sag mal, du. Ja, was ist denn? Was macht der auf den Quad? Ich hab keine Ahnung, wer ist denn das da? Irgendein komischer. Ja gut, ja, Baby, was kann ich für dich tun? Kurz mit, bitte. Ich fahr mal los, war? Ich nehme mal schon die Wiesen an, ne? Du bist auf der Wiese? Ja, ich würde den anmähen schon mal. Alles klar, komm ich gleich vorbei. Na, Juti. Gut, ich hab hinten übrigens, hinten steht ein Anhänger. Ja. Was denn für ein Anhänger? Da steht unser Anhänger, da hab ich, da hat der Exporteur schon mal die ganzen Paletten aufgeladen, das Met. Und noch eine Zuckerpalette, das muss zum Exporteur. Ich muss mal gucken, ob der das heute noch abholt, weil der hat das gestern Abend stehen lassen. Ja. Und habt ihr euch versoffen oder was mit den Paletten? Was? Alter, was ist mit dem nicht richtig? Ich hab keine Ahnung. Aber wenn ich das hoch oder du oder irgendwie was. Ja, dann müssen wir mal schauen. Was ist denn heute das komische Event da los? Scheiße. Sag mal, das ist ja nicht dein Ernst, oder? Hey, da ist nichts passiert. Hallo, geht's noch? Das war langsam. Dass die Messer aus sind. Ja, ich messe dich gleich. Oha. Gut. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Kollege. Jetzt kümmert er mich mit meiner Frisse. Ja, ich komme doch. Also pass auf, das Event soll so um die Mittagszeit losgehen. Alles klar. Alles klar, Juti. Bis gleich, ich komme auch aufs Feld. Ciao. Ja, nehm ich doch mit auf deinem Kackquad hier. Nein, du musst laufen! Was machst du denn? Hey, Rosberg! Wo bist du? Rosberg! Ja? Ich hab was für dich. Du hast was für mich? Ja, ich hab gesehen. Was, einen 105er Big Bore Motor für die Simson? Mit nochmal 15 PS mehr? Auch? Aber ich hab was an. Ich hab gesehen, da ist heute das Pferderennen. Ey, ja, warte mal. Ja, das ist heute. Heute ist das Pferderennen. Willst du mitreiten? Hast du ein Pferd? Nein. Was Besseres. Was Besseres? Ich will, dass du gewinnst. Ja, komm mal her. Ich hab mal im Helmfach nach. Da ist was drinnen. Pass auf, du wirst lachen. Ich muss sogar gewinnen. Und ich hab einen Gaul, der heißt Susi. Das ist wahrscheinlich der langsamste Gaul, den es wieder auf diesem Planeten gibt. Doktor, auf dem Anhänger stand Rosi drauf. Rosi. Rosi? Hab ich Susi gesagt? Ja, Susi. Rosi, ja. Was sind das für Kapseln? Das gibst du dem Pferd, dann hat das richtig Bums. Das hast du nie von mir, okay? Aber bei dem Pferd passiert doch nichts, oder? Nein, das ist auf pflanzlicher Basis. Auf pflanzlicher Basis? Ich hau mir das auch zweimal in der Woche rein. Du haust dir das auch zweimal in der Woche rein? Ja. Das würde einiges erklären, glaube ich. Was genau willst du damit jetzt sagen? Nee, du bist ja auch immer so gut, so powermäßig unterwegs. Ja, aber das ist ein bisschen größer. Also das ist für Pferdemaße, verstehst? Aber nicht den Kühen geben. Also stecke ich das in die Karotte und gebe es dem Pferd und dann mampft das und dann geht das ab. 10 Karotten. Okay. 10 Kapseln, 10 Karotten, dann hat das Ding ein Power, sag ich da. Einfach vor dem Rennen, oder? Ja, also am besten, ich weiß nicht, wann das Rennen ist, aber am besten Mittag so, ungefähr. Also eine halbe Stunde vorher. Eine halbe Stunde vorher, okay, alles klar. Ja, aber dann ist sie drin, wet und dann BAM! Okay. Aber du hast es nicht von mir, gell? Nicht, dass ich mich wieder mit einem Spanngurt auf dem Pferd festschnallen muss. Das kann sein. Okay, alles klar. Vielleicht auch einen Fallschirm mitnehmen, ich weiß es nicht genau. Ja, vielleicht gebe ich Rosi lieber jetzt 5 Kapseln und dann nochmal 5. Nicht, dass sie komplett am Rad dreht. Na, also 10 halbe Stunde, der voll ist patentiert. Peppi patentiert. Peppi patentiert, ja, okay, richtig. Alles klar. Und pass auf für Peppis Performance Engineering, hab ich ein paar Parts noch bestellt, gell? Was hast du bestellt? Na, ein paar Parts, Tuning Parts hab ich bestellt. Die Bayern Mutter mit dem Ding vorbeibringen und dann bauen wir mal was rein, okay? Mit der Simson? Ja. Ja, okay. Das Ding wird schneller als ein Scheiß-Chat. Aber nicht, dass es hier kracht in der Stadt und rumst, weil ich die Schallmauer durchtreten habe. Das kann durchaus passieren. Okay, nee, da freue ich mich drauf. Das ist eine gute Sache, klar, auf jeden Fall. Aber so schneller bin ich von dem Wartlinger weg. Das auch. Aber du hast die Pille nicht von mir. Niemals. Das macht es schon wieder komisch. Ja, das Problem ist, da gibt es einen Vertreter, verstehst du?
Und ich habe einen Vertreter, den habe ich abgezogen. Versteht du? Der ist vor mir gestanden. Das ist so, das sind, aber da vielleicht sind das schon wieder so Informationen, die vielleicht gar nicht gut sind, dass ich die weiß. Das kann auch sein, aber du hast ja gefragt, ich soll es heute zuhören. Ja, gut, alles klar. Also ich habe die nicht von dir. Also wenn die andere fragt, was ich da gemacht habe, ich war gar nicht da. Also hau die, der hat mich nicht gesehen, okay? Alles klar, gut. Alles klar, servus. Tschüss. Gott. Pferd, ich weiß nicht, ich muss erst mal gucken, wie es Rosi geht hier hinten, ey. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ey, Peppi! Wow! Was ist? Junge, du musst mal ein bisschen langsamer fahren. Sag mal, hast du vielleicht noch was anderes, was ich den anderen Pferden geben kann? So. Für so einen empfindlichen. Ja. Also, what? Dass die so ein bisschen. Vielleicht Dünches kriegen oder so. Pass auf, das, was ich jetzt gebe, das hole ich meiner Schwiegermutter geben. Ich sag dir, die ist den ganzen Tag ist die auf der Schüssel gesessen. Okay? Okay. Also ich gebe dir das jetzt, aber du musst die Dosierung. Also bei der Mutti da habe ich so was Wandes. Okay. So 4 Tropfen. Also mach einmal so 40 Tropfen. Also, ja gut, ist ein Pferd, brauch ein bisschen mehr, hast du recht. Oh, eben. Ey, Scheiße, aber Baby, ich muss übelst aufpassen, nicht, dass ich die Sachen verwechsel. Nein, die sind ja Tropfen, ist auch nicht Pillen, wir wollten das wechseln. Achso, also Pillen der Rosi, Tropfen den anderen Pferden, ja? Pillen, pass auf, Pillen ist Speed und Tropfen sind Shit. Ist Schiss, okay. Ist der Schiss. Tropfen ist Schiss und Pillen ist Geschwindigkeit. Aber es kann auch sein, dass das als Nitro-Boost gilt. Keine Ahnung. Nicht, dass das Pferd da hinten hier eine Feuerflamme aus dem Popoloch macht. Nein, klar. Also der Omi geht es dann auch gut. Dass der Schweif hinten verbrennt. Nein, also der Omi ist gut gegangen. Deine Schwiegermama ist noch am Leben. Ja, die ist am Leben. Die prächtige Gesundheit und jetzt Familienfest. Dann gibt es wieder ein paar Tropfen getestet und dann ist die alte weg. Okay. Frage. Es gibt eine Frau, die Ja gesagt hat? Ja, weil ich. Oh. Irgendwie. Interessant. Ist eine abgöttisch innige Liebe. Ah ja, okay, super, finde ich klasse. Aber, konnte dir das vorstellen? Die Schwiegermutter, gell? Ha? Da sagt die zu mir, ich bin nicht ganz sauber. Ich bin schizophren, sagt die. Nein. Könnte dir das vorstellen? Nee. Nein. Beppi. Also. Das ist ja Schmann, oder? Nein. Da hast du dir gedacht, haust das Abführmittel rein. Ja, hab ich gesagt, wenn du mich blöd umhast, dann kannst du den Hosenscheiß noch unbedingt bedenken. Okay, alles klar. Alles klar, ich bin weg, gell? Ich war nicht hier. Baby, Servus. Servus. Oh Mann, Gott. Ich werde mal Rosi, ade. Ja, ciao, Baby. Ich werde mal zu Rosi gehen. Oh, warte mal. Ich glaube, ich brauche mal... Moment, ich glaube, ich kriege den Anhänger gar nicht auf hier, oder? Kriege ich den Anhänger auf? Ich glaube, ich kriege den... Der müsste doch aufgehen eigentlich. Ich glaube, der Anhänger geht gar nicht auf. Ich glaube, ich brauche da vorne noch... Hier muss ich was anstecken. Bevor die Kabel nicht dran sind, wird der Anhänger nicht aufgehen. Scheiße, ich brauche da unbedingt noch ein Fahrzeug dafür, dass ich das dann hinterher hochziehen kann. Gut. Ach so, wir wollten Mischfutter, Mensch. Ich habe beim letzten Mal tatsächlich... Ich glaube, die Kabel nicht dran gehabt. Deswegen ging das mit dem Abkippen nicht. Naja, egal. Jetzt geht's auf jeden Fall. So. Ja, meine lieben Kühe, ihr kriegt jetzt Mischfutter. Rosenberg? Bremsbacher Anton, hallo. Ja, servus, grüß dich. Und klappt alles mit den Kühen? Ich schmeiß gerade Mischfutter rein. Also wunderbar, wunderbar. Das ist schön. Du, deine zwei Maschinen, die ich mit runtergenommen habe, die sind gerade beim Händler angekommen. Ja. Und Rechnung für die beiden Transporter habe ich dir auch schon geschickt. Ah, okay, hast du mir schon gestellt. Ja, das ist ja super. Dann würde ich die... warte mal kurz, ich drehe hier nur ganz schnell rum, dann würde ich einmal... Du hast Zeit, mach dir da jetzt keinen Kopf, hetz dich jetzt deswegen nicht ab. Ja. Ich habe ja gesagt, da du ja der erste Kunde quasi warst, mach ich dir was billiger. Denk doch an mein Dings, ne, an meinen Sprit. Ja, das ist das Nächste, was ich machen werde. Achso, hier, guck mal, der Lauringer hat mir auch eine Rechnung geschrieben. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Nee, 2150, alles klar, weiß ich Bescheid. Richtig. Gut, ja. Passt, super. Alles gleich, danke dir. Und den Sprit noch, gell? Ja, das machen wir dann noch extra. Ah, ja, okay, alles klar. Gut, alles klar, bis später. Ja, ciao, ciao. Ciao. Heidi Witzka, das ist aber eine Hausnummer, ey. Das ist aber eine Hausnummer. 2150 für die zwei Transporte und das war schon mit Rabatt. Na, herzlichen Glückwunsch. So, gut.
Dann schmeiß mal den anderen Anhänger hier noch rein, das Mischfutter. Und dann würde ich sagen, wenn der Rudi schon beim ersten Schnitt ist, sehr gut. Dann kommt wieder Geld in die Kassen. Biogasanlage braucht Silage. Das ist eine Nimmersatt. Vor allem die gigantische Biogasanlage, Alter. Da muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Die ist ja so riesig. So, und wir haben erstmal auf jeden Fall alles. Ach so, da könnten wir natürlich auch überlegen, ob wir vielleicht bei der Biogasanlage oder beziehungsweise bei dem Schnitt, den wir jetzt machen, vielleicht sogar ein bisschen Heu machen, ein bisschen Gras machen und das selber einlagern, um dann eigenes Mischfutter herzustellen. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Wir könnten natürlich auch beim Landhandel einkaufen. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal überlegen. Gut, dann rufen wir den Herrn Engine nachher noch an, fragen, was wir für den Kubota kriegen wird denn. Weil, naja, wir müssen auf jeden Fall mal schauen, weil mit dem Geld, das ist auf jeden Fall, ja, es wird schon wieder reichlich weniger, aber naja, gut. Wir sind ja am Tun und Machen, von daher sollte das ja eigentlich passen. Upsi. So. Okay, warte mal, den stellen wir hier dahinter direkt ab. So. Können wir die nämlich wieder zusammenhängen. Sollte das passen. So. Den Anhänger. Boing. Einmal hier dran. Und dann machen wir uns raus auf die Wiese. Den Rudi unterstützen. Ich bin sehr gespannt, wie das Pferderennen laufen wird. Ja? Grüß dich, Oswin. Joris Oswin hier. Ja, grüß dich, Joris. Du sag mal, wir hatten ja damals den Deal wegen meiner Wiese, ne? Wie war denn der noch? Wegen deiner Wiese. Ach so! Ja, da habe ich Gras gemäht, oder? Ja, genau. Und hatten wir da nicht was für dauerhaft gemacht? Irgendwie. Wir können die mit bewirtschaften. Das können wir machen und die Hälfte kriegst du, genau. Oder genau. Hatten wir das so gemacht, ja, ne? Ich glaube wohl, ja. Ja. Nee, ist die wieder fertig, oder was? Zumindest steht da saftig grün drauf. Ja, ich denke, die kann man schon mähen. Ja, wenn die fertig ist, dann kein Problem. Dann komme ich mit dem Rudi nachher runter und dann machen wir da noch einen Schnitt. Alles klar. Schaffen wir es an der Biogasanlage und dann machen wir das eben gesondert. Ach, siehst du, ich muss mal schauen. Ey, siehst, da sagst du was. Ich muss die Ballen nämlich noch abholen. Ah, jetzt ist aber der Anhänger in voll. Naja, gut, macht nichts. Nee, gut, weiß ich Bescheid. Sehr schön. Gut, ey, du, ich habe eine Frage. Bist du heute beim Pferderennen dabei? Ich bin beim Pferderennen dabei, ja. Reitest du auch? Ich glaube nicht, dass ich mitreite, aber ich bin dabei. Okay, pass auf. Kannst du mir helfen, Joris? Okay, was muss ich denn machen? Es gibt ja die anderen Pferde. Ja. Oh, das ist die Presse unten beim Händler. Ich wäre nicht mehr. Es gibt ja die anderen Pferde. Und ich habe hier so Tropfen und so eins, zwei Pferdchen. Ich weiß nicht, ob du das übernehmen könntest. Das sind so Vitamintropfen. Ja. Ja, dass die Pferde nicht krank werden, weißt du? Weil das ja ein hartes, anstrengendes Rennen ist und dass die halt beste Gesundheit sind. So ein paar Supplements für die, weißt du? Ich nehme Eiweiß, ja. Vitamin C, Vitamin D, K2, ein bisschen Omega und dies, das, Ananas. Hier Zink, Magnesium, alles, was sie brauchen, ist alles da drin. Ja, pass auf. Kannst du das vielleicht 1, 2, 3 Pferden geben? Nachher? Aber so, dass es keiner mitkriegt. Ja, weil manche Pferdebesitzer, die sind da ein bisschen komisch. Weißt du wie? Die wollen nur ihr Zeug geben und so weiter, aber die wissen nicht, wer es gut ist. Ah, ja. Vielleicht. Ich kenne dich zwar schon ein bisschen, aber ich glaube dir mal, dass das was Gutes für die Pferde ist. Ist so. Joris, okay. Ist so. Ja. Wirklich jetzt, ich gebe dir nachher ein paar Tröpfchen, ja? Wichtig, okay. Ist das Pferd vom Wartlinger. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, sehr fit und sehr gut drauf. Ja, das ist ein richtig fitter Hengst ist das. Und der braucht auf jeden Fall viele Vitamine. Ich glaube, so 40 Tropfen von diesen Vitamin-Dingern, da braucht der, dass der abgeht. Ja, dass er gesund bleibt, sozusagen. Okay. Aber sag's, wie gesagt, nicht dem Wartlinger, der hält nichts davon. Ich denke ja nur ans Tierwohl. Ah. Mhm. Okay. Ja, weiß ich Bescheid. Alles klar, Joris, dann bis Mittag, ja? Jo, bis später. Alles klar, gut, ciao, ciao. Bis dann.
So, ja, sehr gut. So, jetzt düsen wir erstmal ganz schnell runter in die Stadt. Und holen wir unsere Ballenpresse wieder. Die ist nämlich zum Ummelden da unten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich könnte ja mal den Eduard wollte ich eigentlich anrufen. Müssen wir mal gucken. Dass wir den Eduard anrufen, beziehungsweise sind wir ja sowieso gleich. Sind wir ja sowieso gleich dort und dann. Ja, einmal Dings ummelden, das ummelden, gucken, was wir für den Kubota-Traktor kriegen. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Was wir da für den Kubota noch bekommen und was uns am Ende der Marseille kosten würde. Vielleicht können wir da einen guten Deal machen und den Traktor switchen. Ich glaube, das wäre keine schlechte Sache. So. Hui. Oh, müssen nur schauen, dass Eduard da ist. Ich hoffe, der hat die Ballenpresse fertig. Ey, wenn der die Ballenpresse nicht fertig hat, ey, ich flipp aus. Wir müssen unbedingt Ballen pressen. Die Lorche wollen. Wir könnten natürlich auch ein bisschen zettern. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Weil dann können wir eben, wie gesagt, auch ein paar Heuballen machen. Und könnten da derweil... Guck mal, hier ist der Eduard. Hallo. Und könnten da derweil uns schon den Mischfüller ein bisschen vorbereiten. Dann hätten wir Silage, hätten Heu und dann brauchen wir nur noch Stroh. Und Stroh sollten wir ja eigentlich von den Feldern brauchen, aber... Ja, moin! Grüß moin. Dich, Eduard! Guten Tag, du hast hier rumgetanzt. Was gibt's denn? Ich wollte fragen, ob du meine Presse schon fertig hast. Ich würde die gleich, bräuchte die. Ja, das ist perfekt. Ich habe es gerade in die Garage gestellt, die ist umgemeldet. Hm. Neues Kennzeichen ist drauf und die Papiere sind fertig. Sehr gut. Wo steht die? Drüben, oder was? Ja, in der Garage hinten. Und was ist hier? Sag mal, wer macht denn sowas? Ach da. Was denn? Das sieht ja spuckig aus, oder? Mit den kleinen Rädern da. Ja, sieht komisch aus irgendwie, ne? Ich finde ich irgendwie ulkig. Das ist Gremsbacher. Mm, sehr speziell, der Mann. Du, sag mal, hast du schon mal über den Kubota geschaut? Ja, ich habe mir den tatsächlich mal angeguckt. Ich könnte dir 90.000 dafür geben. 90.000, okay. Und was würde der Marseille kosten? Sekunde. Also so da die... Das war der 7S. In der 210-Ausführung kostet ja 168.000. Ohne Schnickschnack. Neu. Boah, da müssen wir ja 70 nochmal draufpacken. Ungefähr, ja. Holla die Waldfee. Das Problem ist, dass ich davon auch keinen wirklich gebrauchten oder so krieg, weil der relativ neu noch ist. Ne? Ja, verstehe. Das ist halt der Haken. Okay, nee, gut, weiß ich Bescheid. Muss ich schauen, wir testen jetzt erstmal den Masse. Ja. Und sobald der durch ist, sage ich dir Bescheid, wie es wird, ob wir das hinkriegen, ja? Ja, alles klar. Oder willst du den gegen irgendeinen noch eintauschen zusätzlich? Ja, ich muss mal gucken, was ich noch am Hof habe. ja. Mal schauen, was noch weg kann. Ja, ja, du hast ja einiges gekauft vom Lindisch noch, ne? Genau, deswegen. Na guti, ja, dann danke dir erstmal. Dann nehme ich die Dings, die Presse mit und dann soll das passen. Alles klar, ich überweise dir nachher dann das Geld dafür, für den Trecker. Ey, warte mal noch, verkauf den erstmal nicht. Ja, okay. Verkauf den erstmal nicht, also ich muss erst abklären, ob wir den Kubota, ob wir den Masse gestemmt kriegen. Ja. Ach so, ja. Alles klar, dann stell ich ihn mal auf Seite, ja. Alles klar, passt. Wunderbar. Danke so, dann dir. Fahren wir hier ran, ich komme mal an. Das wäre super lieb von dir. Noch ein bisschen, gut. Ah, perfekt. Kabulage. Perfekt, Kabellage ist dran. Danke dir. Ciao, ciao, gerne. Eduard. Jo, ciao. So, perfekt. Dann haben wir schon unsere Ballenpresse, die ist umgemeldet. Das ist sozusagen jetzt im Besitz von unserem Hof. Ja, perfekt, oder? Ach, schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich, dass wir jetzt hier Ballenpresse, im Besitz einer Göwei-Ballenpresse sind. Und vor allen Dingen, man muss ja wirklich dazu sagen, war ja tatsächlich nicht mal so teuer und wir haben zwar keine Vorpresskammer, aber wir haben zumindest den Wickler und die Ballenpresse in einem. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, weil wir nicht mehr zwei Arbeitsgänge haben. Gut, so eine Ballenpresse wie die Vicon zum Beispiel, naja gut, die haut natürlich dann richtig raus, weil die presst, wickelt, hat Vorpresskammer. Das heißt, da musst du halt gar nicht anhalten. Und das Siliermittel ist leer. Scheiße, Mann. Brauch ich mal noch ein bisschen Siliermittel, das nützt ja alles nichts. Ah, da muss ich nochmal runterfetzen.
Haben wir Siliermittel am Hof? Nee, haben wir auch nicht am Hof, glaube ich. Müssen wir unbedingt mal auch uns was liefern lassen, beziehungsweise ja doch, mal was abholen. Nee, aber liefern lassen wäre schon ganz gut. Obwohl, wir haben ja, haben wir noch den, nee, warte mal. Hab ich noch den, diesen Viersitzer oder was das ist, diesen kleinen Spottflitzer da. Wisst ihr, was ich meine? War der auch von Kubota? Ich weiß es gar nicht. Uiuiuiui. Eduard! Ach, da hinten ist er. Kein Name. Ich hab da was vergessen, Eduard! Was? Aha, Oswin, was denn? Hast schon wieder mit TS Cola aber geschmust. Ja, aber selbstverständlich. Den kannst du gleich mal rausholen. Ich brauche noch zwei Paletten Siliermittel. Wo packst du die drauf? Ja, hier. Ja. Ja. Zwei Paletten Siliermittel wären die feine Sache. Die würde ich gleich noch mitnehmen. Eine Palette könnte ich vielleicht gleich laden oder ich muss mal gucken, was reingeht. Aber ja, zwei Paletten wären gut. Alles klar, dann hole ich die mal gerade aus dem Lager. Oha, was ist hier denn los? Im Landhandel ist keiner da, oder was, ne? Nee, leider nicht. Ah, schade. Ich glaube, die hatten dort auch immer auf Lager. Ja, nee, sonst wäre ich dorthin gefahren, aber da ist leider keiner da. Okay. Herr Grenzbereich, grüß Sie. Hi. Was wird das hier? Das ist jetzt mal was Privates. Ah, okay. Ja, das ist mein Deutz und der zweite LKW. Ach, guck, der muss mit zur Wartung oder was? Nee. Nee, der zweite LKW, der reizt mich nicht so. Ich möchte den nicht wieder verkaufen. Ah ja, perfekt. Ja. Oh, alles klar. Ich glaube, das guck mal, da hinten habe ich es schon hingestellt, ja. Kannst du mir das vielleicht aufladen? Hast du einen Gabelstapler oder irgendwas? Ich habe einen Gabelstapler und ich habe verschiedene Frontladersysteme, ja. Dann lad mir das mal mit dem Gabelstapler mal schnell auf, wenn das okay wäre. Ja, alles klar. Das ist aber teuer. Leck mich am Arsch, ey. Was sind da bestellt? Ja, das ist bestes Material. Siliermittel. Oh, wei. Das ist wirklich teuer. Unfassbar, was das kostet. Mit die paar Liter da, die drei Döschen, ey. Völliger Wahnsinn. Ja, warte mal, da gehen wahrscheinlich sogar noch zwei, alle beiden Paletten rein hier. Oder? Oh, es könnte sogar sein, Eduard, dass beide Paletten reingehen. Da, das schnurrt schon mal voll da, das Ding. Da gucken wir uns das mal an. Ich guck mal, ich habe noch nicht 50%. 50, 51. Verdammt. 60. Ja, warte, ich lade den noch voll hier und den Rest haust du mir hinten drauf. Und pass mal auf, Oswin. Was denn? Ich habe das ganz vergessen. Wenn du nochmal Siliermittel brauchst, kommst du mal zu mir runter. Ich habe auf jeden Fall noch einen Kanister da hinten stehen. Ah, okay. Ist mir aber gerade erst eingefallen. Den habe ich vor Ewigkeiten mal gekauft. Für meine Felder, aber... Nee, kein Problem. Alles gut. Okay. So, 97, 98, 99, voll! Wunderbar. So, den Rest kannst nehme ich mit. Kannst du aufladen, die Seitenwand aufklappen? Nee, die geht leider nicht auf. Aber wenn du willst, kann ich aufladen. Ja, gerne, mach du mal. Ich bin nicht so der Staplerfahrer. Echt nicht? Ich habe, glaube ich, genau den gleichen bei mir am Hof. Echt? Hm. Ja, ich glaube, ich habe dir genau denselben verkauft. Ja. Hast du auch eine Elektrozapfsäule am Hof? Hey, habe ich den und, Stapler? Ich bin mir gar nicht sicher. Und so ein Unterstand mit Zapfsäule dran? Gibt es auch, ne? Mit Solaranlage drauf? Muss ich mal gucken. Kennst halt, ja, du bist ja Bauhof selber. Ja, ich muss mal gucken tatsächlich. Du, danke dir erstmal, ich muss los, ne? Ja, alles klar. Ciao, ciao. Bis nachher, ciao. So, perfekt. Gut, haben wir alles. So, sind wir Mittelpalette aber auch. Boah, das kostet ja richtig abartig viel Geld. Redion, dankeschön. Redjon, dankeschön für die 5er-Bombe. Danke, sehr lieb von dir. So, gut. Das heißt, wir düsen einmal wieder raus aus der Stadt, einmal nach oben. Der Rudi wird schon hart am Mähen sein. Da werden schon ein paar Gras schwarz liegen. Und dann schauen wir mal. So. Okay. Ah, Siliermittel. Alles gut. Brauchen wir keine Spanngurte. Das geht seinen Gang. Dab, 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 dab. Aber wie der Unimog auch zu tun hat, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier die große PS-Variante war. Ich weiß es gar nicht so genau. So. Oh, los, zieh.
Komm schon. Gut. Ja, dann können wir schon auf jeden Fall schon mal anfangen, die ersten Beine zu fressen. Oh Mann, ey. Ja, die Wiesen sind eine feine Sache. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt mittlerweile oben die Felder? Ja, 87, 89, genau, da hatten wir ja Sonnenblumen einerseits angesät und das andere weiß ich gar nicht, was wir da drauf gemacht haben. Da hat Rudi noch irgendwas angesät, wenn mich nicht alles täuscht. So. Oh Gott, der stirbt ja fast ab hier hoch. Da hängen wir jetzt auf jeden Fall mal den Marcel Ferguson dran. Da bin ich mal gespannt, wie der sich macht an der Gühweil. Rudi? Ja, was ist denn? Ja, ich bin jetzt mit der Gühweil, die ist fertig umgemeldet. Ich habe nochmal frisches Siliermittel geladen und bin jetzt gleich am Feld. Auf welchem Feld hast du angefangen? Ich bin durch schon. Achso. Deswegen hat es Fatz da irgendwie. Ja, okay, super, passt. Ich würde jetzt noch striegeln auf den anderen beiden Feldern und dass das Unkraut darunter geht. Ich hoffe, das geht noch. Ja, wenn wir dass die Wiesen. Zu spät sind. Übrigens, wenn wir die Wiesen direkt striegeln, dann sind die auch gleich wieder fix und fertig, ne? Ja, das würde ich dann machen, wenn du eingesammelt hast. Genau, und ich würde sagen, dass wir den Zetter rausholen. Wir haben doch so einen Wender. Ja. Und dass wir vielleicht ein bisschen Heu mitmachen, gleich für Mischfutter zum Einlagern erstmal. Ja. Haben wir einen Traktor mit Pflegebereifung? Weißt du das? Hat der kleine John Deere eine Pflegebereifung drauf? Könnte sein, dass der 7810 eine drauf hat. Der reicht auch dicke. Erst mal kurz, ob ich hier was kaputt mache, wenn ich hier auffahre. Ja, der reicht auch definitiv dicke. Ich kann auch den großen nehmen, theoretisch. Ja, du nimmst jetzt den Messay, ne? Wolltest du irgendwie mal testen, den McMahon, wa? Den Messay? Den Messay? Den Messi da? Den Messay würde ich nehmen, ja. Ja, genau. Dann nimmst du sag den und einfach dann... MF. Ja, dann MF, gut. Dann bleibst du auf dem MF und ich würde... Oder wie ist das bei euch Berliner hier? Sagt der Messay dafür, oder wie? Nee, ich hab keine Ahnung. Ha? Ich weiß nicht, ich kenne die Marke tatsächlich gar nicht ja, so. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Weißt du, wie ich mein? Ich kenne, wenn wirklich nur Fendt oder Klaas tatsächlich. Da bin ich, oder jetzt schon okay. Dieses komische amerikanische. Ach, das amerikanische Zeug hier, oder wie? Ja, ja, genau. Ja, nee. Alles klar. Ne? Gut, alles klar, ich nehme mal den MF, ja. Jo, mach das. Bin auch am Hof übrigens. Ja. So, perfekto. Alter Roger, dankeschön. Oh, ich habe mich wieder selber eingeklemmt. Bist du davor, Roger? Da muss ich aber los. So, gut, einmal aus. Perfekt. So, jetzt schmeißen wir den mal hier dran. Und da bin ich ja mal gespannt, ob der das jetzt hier easy wegzieht. 210 PS, das sollte eigentlich problemlos schaffen, glaube ich. Sollte eigentlich kein Ding sein. Du Rudi, sag mal, ist der Bredal von uns? Das Ding ist noch ausgeliehen vom LU, weißt du? Aber da hatte ich dir gesagt, wir bräuchten mal so einen kombinierten Dünger-Kalksteuer, weißt du, so einen Kleen zum hinten ransetzen. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, irgendwie, das Kubota-Ding hat ja irgendwie Bene gekriegt. Ja, da hast du recht. Aber wir machen hier einen schönen Walzer. Wunderbar. Ich bin durch, alles gut. Der Zeter oder Zeter steht hinten in der Halle. Neben dem Kuhstall, die am Kuhstall dran ist, die Halle. Jetzt. Ach, der Heuwender oder was meinst du jetzt? Ja, na wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das Ding hier, wo hier das Gras hier, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, wie viel willst du denn machen? Naja, ich glaube, naja, so 12, hä? Was sind denn 12? Na, 12, bald hier. Du kriegst gleich 12. Na, 12. Wenn du weiter so blöde bist. Sag mal. Ist ja aber jetzt gemein. Nee. Du Rudi, ich lass dir das halbe Feld hier unten. Das halbe, gut. Alles ja, klar. Ich würde sagen, machen wir das halbe Feld hier. Ach, keine Vorpresskammer, ich könnte jedes Mal kotzen. Na gut, aber soll ich dir mal gerade was sagen? Was denn? Der Dings hier, der Marcel Ferguson, der macht richtig gut los mit der Presse. Was hat der denn an Leistung? 210. Boah, ne? Ich muss sagen, bei dem 6250, du merkst ja das kleine Software-Update, was Mario darauf gespielt hat. Achso, ich wollte es gerade sagen, den habe ich nämlich ein bisschen pimpen lassen. Da merkt man, da hat der irgendwie da die Zylinder aufgebohrt oder was? Der hat ein Steuergerät gekriegt, andere Software mit, und ich weiß gar nicht, was er noch gemacht hat. Okay. Ja. Nö, das Ding fährt sich wie eine 1 gerade, der Teil. Sehr gut, perfekt. Der Gudi, ich muss jetzt mal telefonen. Jo. Yes, of course, I'm the Rosenberg. Ja, Schneegans. Nee, Grüße, ich habe Ihre Rechnung gekriegt. Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, war nicht unverschämt 3000, oder? Ich
kann das nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe doch nirgendwo anders was gekauft. Ja. Bezüglich. Ich habe aber mal eine andere Frage. Herr Lauringer? Ja. Stellen Sie Ihre Frage. Wir hatten doch eigentlich ausgemacht, dass die Seemaschine wieder vollgeladen bei mir hingestellt wird, oder? Ach, scheiße, da hat die Demenz wieder gekickt. Ist die nicht voll? 41% Saatgut und 86% Dünger. Verdammt! Wie konnte das denn passieren? Ich glaube, sie haben versucht, mich zu prellen. Nein! Nein, 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 nein. Herr Lauringer, ich bin froh, wenn jemand, wenn wir hier gut zusammenarbeiten und hier uns auch mal Maschinen ausleihen und alles. Nee, um Gottes Willen, dann da fülle ich Ihnen die noch auf. Oder Sie stellen mir das in Rechnung, wie Sie möchten. Ich kann Ihnen das auffüllen, ich kann Ihnen das in Rechnung stellen. Nee, da ist ja der Sprit teurer hier hochzueiern als... Dann schreiben Sie mir doch noch eine kleine Rechnung. Ich auf und schreibe eine kleine Rechnung. Ja, machen Sie das, kein Problem. Und entschuldigen Sie bitte, das war natürlich nicht beabsichtigt. Alles gut. Ja, aber gut, dass Sie nochmal anrufen, mich dran erinnern, Mensch. Och. Gibt's was Neues? Ja, weil ich gerade am Aufräumen bin. Gibt's was Neues wegen dem Industriegebiet, wegen der Produktion? Ich kann Ihnen so viel sagen, dass ich Ihnen gar nichts sagen kann. Es ist tatsächlich, ich weiß, die hängen da an einer Straße. Ich weiß auch nicht, was das für eine lächerliche Firma ist, die das dort baut. Ne? Aber ja. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die jetzt aktuell noch die eine Straße fertig machen müssen. Und sobald die fertig ist, soll das Ganze eröffnet werden. Ja, weil ich muss sagen, meine Erdbeeren, die kriegen schon rote Wänkchen. Also nicht, dass die schlecht werden, bevor die... Tut sie die mal Schatten, würde ich sagen. Ja, ja. Bald muss ich hier Sonnenschirme aufstellen. Nee, da haben sie auf jeden Fall recht. Das ist, wie gesagt, wir bereiten jetzt auch schon vor mit Kuhmilch und so weiter und... Wir wollen auch starten, also der Raps wird ja auch irgendwann reif und ja. Na gut, dann müssen wir wohl, bleibt uns ja nichts übrig, also außer warten. Druck bei der Stadt machen, rufen Sie die ruhig an, rufen Sie die Stadt an, sagen Sie hier. Moment, hier. Sie sind ja eigentlich der Bauherr, also wenn Sie das machen, ich bin ja, nur Investor. Nein, das ist schon richtig, aber glauben Sie mir, wir als Genossenschaft üben da schon richtig gut Druck aus. Oh, dann ist ja, okay. Na gut, Gudi, Herr Lauringer. Dann war's das, ja. Alles klar, wir hören. Ja, tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, aber da sind wir erstmal fertig, würde ich sagen. Paar Bällchen hier. Oh, paar Bällchen noch pressen. Und dann können wir hier noch ein bisschen Heu machen. Ist das jetzt alles, was er gewendet hat? Nee. Dann können wir noch ein bisschen Heu machen. Und können wir auf jeden Fall mal ein paar Ballen einlagern. Also ich denke mal 20 Heuballen, 10 Silageballen würden nicht schaden. Dann noch ein bisschen Stroh und ab geht die Party. Gut, lasst das Däumchen da. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Manus.